Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Wir sind parallel am Kartoffelernten auf zwei Feldern. Wir fahren auf einem Feld Stroh ein, wir sind auf einem Feld am Sehen und ich fahre jetzt gerade mit einem Anhänger die Abkürzung über die BGA Süd. Fahr zur Molkerei, um bei der Molkerei mal ein wenig Joghurt vor allem abzuholen, weil Joghurt ist voll und ich kann nichts weiter produzieren. Milch ist aber auch voll. Das heißt, die Molkerei, also die Produktion in der Molkerei steht im Augenblick, was etwas schade ist, nur weil wir weil Joghurt voll ist. Und ich habe aber auch noch irgendwie 150, 180.000 Liter Milch am Hof, die auch noch da weg muss. Machen wir mal von hier rum rein. Schalten direkt den Arbeitsmodus ein. Scrollen uns mal wieder näher ran. Das ist zu schräg. Hier rein. So. Mann, ich bin so ruhig heute, ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nervt, wenn ich das dann so viel erzähle. Ja, wir haben erstmal die Molkerei wieder zum Arbeiten gebracht. Indem wir hier mal die
überflüssigen Sachen abgeholt haben. Ich weiß nicht, ob da irgendwas... Oh, Klaas Axion hat durchdrehende Reifen. Nerv, nerv. Was von den Sachen? Quark bei Edeka. Bild aber schon. Ja, können wir gleich mal gucken, wenn wir im Lager sind. Erstmal kümmere ich mich hier um meinen Klaas, der wieder gegen Baum gefahren sein wird, wie immer. Läuft aber doch. Toi, toi, toi. So, wo ist jetzt mein... Wo ist mein MB-Trag da? So, ist weiter ab zum Lager. Können wir auf dem Rückweg auch nochmal bei der Brauerei vorbeigucken? Was macht er denn? Ah, wir müssen auch noch unbedingt Diesel zu den Kuttern bringen. Ist hier im Moment auch nicht. Muss ja auch nicht. Muss ja nicht immer alles produzieren. Aber... So, und ich muss mich irgendwann mal unbedingt eine Übersicht machen, in welchem... im Lagerhaus was gelagert wird. Jetzt bin ich da gar nicht mit klar. Ja, können wir auch bald mal wieder anfangen zu verkaufen und uns Felder zu kaufen. Produzieren können. Ist gar nicht sicher, wo Produkte gelagert werden. Ich meine, irgendwo hier unten, aber ich weiß nicht, ob hier schon direkt. Quark und so, ja, das sieht doch gut aus. Sahne, ne? Sahne wird ein weiter gelagert. Sahne war an dem anderen kein Platz mehr. Wie ich schon sagte. So schön. Wo auch hier rausfahren. So. So, auch bei der Bäckerei mal gucken, wie weit die da sind. Fall noch ein Schneidwerk für Zuckerrüben kaufen. Da ist auch. Der müsste hier jetzt auf jeden Fall Backwaren und Kuchen und sowas produziert haben. Ja. Was fehlt ihm? Mehl. Brauche ich aber ja noch nichts, keine Maßnahmen zu ergreifen.
die Spawnplätze sind ja noch frei. Muss ich bloß unbedingt dann mal Mehl hinbringen, wenn ich es produziert habe. Machen wir mal eben was hier. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal von Hand fahren. Oh. Ich fahre ihm voll rein. Das ist ja lustig, ne? Und auch mal erst viel zu spät an. Nur die Hälfte stehen. Ja, guck mal, der ist auch bald fertig. Mein MB-Tor. Bin das nicht? Oh nein. Warum geht's hier gerade gar nicht? Kann ich mich dann gleich nochmal eine ganze Folge bestimmt hinsetzen. Kann hier Ballen pressen. Weil so viel Ballen verschenken, weiß ich dann auch nicht vor. Haben wir jetzt gemacht? Gerste. Gerste ist für Kisten. Ach, das geht aber ja auch noch. Produktion läuft. Jetzt kein Drama. Nicht so, dass ich jetzt hier unbedingt was von mitnehmen muss. Absolut nicht. Aber was ich schon machen kann, kann schon Ballen sammeln. Aha. Ballen? Sind das Großballen? Sind das HD-Ballen? Das ist nicht. Aber da kann ich ja schon mal welche sammeln. Wenn ich eh gerade hier bin. Okay. War dabei. Im Quaderballen. Wenn ihr wollt, dass das Quaderballen sind, dann ist das Quaderballen. Das ist dann eine andere Frage. Ich dann jetzt erstmal nicht tangieren. Ich hole erstmal welche hier rein. Können wir hier machen. Besser ist, ne? Scheiße, Crossplay. Crossplay hat alles schon. Ja.
Reihe hat er schön gemacht. Also alles. Vielleicht schon gesagt, er ist fertig oder ist er Urlaub gefahren oder? Wo ist meine Presse? Da. Jetzt werden wir erstmal auf die nächsten Jahre ausgesorgt haben, was Ration angeht. Kram, den ich so habe. Zwei Ballen noch. Voll. So. Dann fahren wir jetzt zur Mischration. So. Ah, ich liebe MB-Trucks. Das mit der Mischration, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar oder ein Like. Abonniert mich, würde mich freuen. Und wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, freut mich das noch mehr. In diesem Sinne sage ich Ciao.